gesagt, wir wollten noch ein paar Fragen so besprechen, Schwester Liliane. Das Feuer, die Flamme, das ist ja auch im Film so vorgekommen. Du hast immer wieder beschrieben, wie könnten wir Jugendpflegenden dieses Feuer in uns aufrechterhalten? Das ist natürlich auch eine Lebensfrage. Wie möchte ich mein Leben leben? Was mache ich mit meiner Motivation, die mich in den Beruf geführt hat? Ist dieses Feuer, das ich als angehende Pflegefachfrau, ist dieses Feuer noch da oder lasse ich es erlöschen, weil die Probleme wirklich, und die sind auch wirklich groß. Wie gelingt uns, jeder von uns, dieses Feuer auch immer wieder neu zu entfachen? Und ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir uns gegenseitig auch diese Hilfe schenken, dass wir uns gegenseitig auch die Akzeptanz, aber vor allem auch die Anerkennung schenken. Manchmal erfahre ich, und mit Recht auch, dass Pflegende leiden und dann auch jammern, so ein Jammertal, sage ich immer. Aber Pflege ist kein Jammertal. Es müsste uns gelingen, dass wir auch uns gegenseitig diese Berufsfreude und den Berufsstolz auch zusagen. Denn von oben können wir nicht alles erwarten. Wir sind mit dabei und haben unseren Teil zu leisten. Und ich hoffe einfach, dass zunehmend auch die, die das Geld haben und Geld verwalten, mehr und mehr auch die Anerkennung unseres doch sehr wichtigen Berufes sichtbar machen. Nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar. Ja, das war sehr schön erklärt, finde ich. Du bist jetzt in den letzten Jahren ja zunehmend aktiver geworden und auch wirklich ein Medienstar auch in der Pflege geworden. Und wie empfindest du das selbst? Also Star schon gar nicht. Sterne sind wir alle, schon. Größere und kleine, wir haben alle unsere Leuchtkraft in die Welt hinein. Nun, dieses Unterwegssein, im Grunde genommen könnte ich wirklich sagen, ja, jetzt bin ich langsam alt genug. Und ich habe es auch gesagt, als ich 60 war, die Omas in Kassel, war eigentlich meine internationale Pensionierung, weil ich auch das Buch übergeben habe, mir ganz klar war, ich will nicht mehr alle Forschungsberichte lesen, ich will nicht mehr alles für mich aufarbeiten und bearbeiten. Und das war mein Entschluss, die fachliche Pflege, also Pflegethemen, effektive Pflegethemen, den Jungen zu überlassen. Das habe ich auch eingehalten, aber wie das Leben so spielt, da kam von unserem Orden her das Bewusstsein, wir werden älter und wir müssen etwas unternehmen, nicht nur dafür Sorge tragen, dass unsere alten Schwestern auch einen Pflegeplatz haben, wenn sie soweit sein müssten, sondern dass wir auch Bildungsarbeit leisten müssen. Dass wir den Schwestern, die ein Leben lang nur auf Dienst ausgerichtet waren, dass ihnen bewusst ist, dass ihr eigenes Leben wichtig ist, ihr eigenes Älterwerden und ihr eigenes Altsein. Und so ist diese Aufgabe, ich sage manchmal, das ist mein Alterswerk. Und so in den letzten Jahren ist mit den Themen im Bereich der Pflege, es ist so etwas gewachsen wie ein Geschichtsbewusstsein. Und so bin ich in den letzten Jahren doch oft auf dem Weg mit dem Thema erlebte Pflegegeschichte, eben dieses Referat, das in der DVG drin ist, und Spiritualität und eben das Thema Alter. Das sind so die Themen, mit denen ich in den letzten Jahren zunehmend auf dem Weg war. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern, als du vor 2 Jahren das Thema Spiritualität in der Pflege in Krefeld gehalten hast, was unheimlich viele Menschen damit berührt. Und was ich sehr bewundernswert finde, du bist immer sehr positiv eingestellt und kein Mensch, der jetzt sagt, früher war alles besser. Und trotzdem würde mich mal interessieren, wie war es denn früher als junge Pflegende? Was würden Sie machen, wenn ich jetzt sage, es war besser? Es war anders. Ich denke, dieses Besser oder nicht besser, ihr sagt dann, wenn ihr mal Großmütter seid oder Großväter, aber es war alles besser damals. Es ist nicht besser, es ist anders. Unsere Zeit war auch nicht ohne Probleme. Wenn Sie sich erinnern, oder wenn ich Sie erinnere an die Zeitgeschichte, als ich als Schülerin mit dem Beruf angefangen habe, war die Arbeitszeit noch fast rund um die Uhr. 6,5 Tage die Woche und vor allem
wir waren auch mit riesengroßen Abteilungen konfrontiert. Aber es war natürlich nicht so ein differenziertes, anspruchsvolles Pflegen, wie es heute ist. Im Verlauf der Jahre hat sich auch der Pflegeberuf sehr stark verwandelt, verändert. Ich sage oft, wie die Zeit selber vom intuitiven Denken, das wir aus der frühen Vergangenheit vor allem auch in unseren Beruf mitgenommen haben, hat sich dann die Technik, das technische Industriezeitalter in unseren Beruf sehr stark auch gewachsen oder eben nicht. Die Technik, diese Entwicklung der Medizin hat uns natürlich einen Schub gegeben, dass wir uns mit dem Wissen auseinandersetzen mussten, aber damals noch sehr stark eben Medizin und Naturwissenschaften. Und erst im Verlauf, wir haben es gesehen, als die Welt generell und vor allem wir in der Pflege angefangen haben, über den Menschen nachzudenken, hat sich das Pflegedenken sehr massiv verändert. Und in diesem Zusammenhang ist ja dann auch dieses Bewusstsein, wir haben einen Beruf, der sich zeigen kann, einen Beruf, den wir auch selber weiterentwickeln sollen, hat sich ein Pflegebewusstsein entwickelt, das dann eben als Folge die Pflegewissenschaft, die Akademisierung in der Pflege, einen Weg bereitet hat. Und ich denke, von daher haben wir heute eine gute Zeit, wenn es uns gelingt, auch diese Erkenntnisse, in denen wir auch wirklich nun gewachsen sind, damit die ganz konkrete Praxis zu beeinflussen und zu fördern. So eine Hoffnung, die ich auch habe. Denn Akademisierung der Pflege ist wichtig. Wir brauchen heute diese Pflegenden, die auf einer hohen Ebene ausgebildet sind. Aber was wir vor allem brauchen, sind best ausgebildete Pflegende aller Stufen. Eine Qualifikation der Pflege, die wirklich die Eigenständigkeit unseres Berufes auch sichtbar machen. Und da habe ich Hoffnung auf eine Zukunft der Pflege auch als eigenständigen Beruf, ein Beruf, an dem man sich freuen kann, in dem man Sinn findet und der uns auch stolz machen kann. Wir sind ein wichtiger Beruf, müsst ihr euch mal überlegen. Die meisten Menschen werden einmal krank. Nur wir nicht. Ja, in dieser Entwicklung auch, dass wir so ein professioneller Beruf heute sind, hast du ja unheimlich mitgewirkt und die Bücher und diese dicken Schinken, sage ich jetzt mal, ich kann mich da ja auch noch dran erinnern, da war ich als Schüler nicht immer begeistert, dass wir die lernen sollten. Das weißt du ja, das hieß ja immer bei uns die Juchli und sehr respektvoll die Juchli. Und wir haben uns vorhin beim Mittagessen kurz auch über Dokumentation unterhalten. Wie war das denn früher mit der Dokumentation? Ja, die Dokumentation zeigt eigentlich auch ein Stück dieser Geschichte der Pflege. Als ich Schülerin war, war die ganze Dokumentation, die wir zu bewältigen hatten, war ein Nachbarheft. Und da haben wir am Abend reingeschrieben, dasselbe Grün. Wir waren ja auch noch da bis 10 Uhr manchmal abends. Die Nachtwache hat dann vielleicht ein paar Blümchen dazu gemalt. Als dann die Pflege doch ein bisschen differenzierter wurde, als Pflegende Blutdruck messen durften, das war nämlich eine große Entwicklung, das durften vorher nur die Ärzte, da hat man einfach einen Zettel an die Wand gehängt. Um 10 Uhr, um 12 Uhr musst du dann Blutdruck messen oder vergiss nicht, die Infusion zu wechseln. Also eine Pflegedokumentation in diesem Sinn gab es nicht. Die haben wir erst im Zusammenhang, beim Buch ist es von der dritten zur vierten Auflage, als dieses neue Denken reingekommen ist, das ganzheitliche, prozesshafte Denken, da ist uns auch bewusst geworden, dass auch wir in der Pflege dieses prozesshafte eigentlich leben. Der Pflegeprozess, der ja eine Bewegung ist, die Sie alle kennen, und dass sobald wir so denken, wir auch eben nicht nur planen, sondern das, was wir planen, auch dokumentieren müssen. Natürlich hat die Dokumentation auch eine enorme Entwicklung durchgemacht und ich hoffe, wenn ich manchmal so höre,
ich bin 90% meiner Arbeit am Computer oder an der Administration, so hoffe ich natürlich fest, dass alles, was mal so aufgebaut wird, mal eine Ebene erreicht, wo die Dokumentation nicht nur eben wichtig ist, sondern auch zu bewältigen ist, ohne dass das, was uns wichtig ist, eben das Kerngeschäft zu kurz kommt, die Pflege. Ich habe die Uhr auch im Blick, es ist 10 vor, deswegen stelle ich jetzt noch eine letzte Frage und würde dann noch 5 Minuten im Publikum geben, dann sind wir ganz im Soll. Und zwar, du hast ja noch die Wärter miterlebt in der Pflege. Wie war denn die Entwicklung zum Krankenpfleger? Würde mich persönlich mal interessieren. Ja, es ist ja sehr interessant, dass der Pflegeberuf sich logischerweise aus dem Weiblichen entwickelt hat, denn schon in der Urzeit war die Frau, die in den Großfamilien für alles gesorgt hat, eben auch für den Mann so nebenbei. Die Anfänge der Pflege, das waren auch die Pflegeorden, es gab aber so einen Brüderorden, wo aber die Pflege der Männer eine ganz große Bedeutung hatte, war die Psychiatrie. Sie wurden aber nicht Pfleger genannt, sondern Wärter und hatten eigentlich keine Ausbildung. Und dann in der Entwicklung wurden dann bei uns in der Schweiz auf jeden Fall Pflegerschulen gegründet. Das heißt, es war ganz getrennt, der Mann ging in eine Pflegerschule und die Frau eben in die Schwesternschule. Das hat sich dann irgendwann nicht mehr halten können, weil Gott sei Dank mehr Pfleger in die Ausbildung kamen, die eben auch in, es war ein anderes Denken auch, dass wir nicht mehr zwei Gruppen, dass Pflege nicht unterschiedlich war, Mann oder Frau, sondern dass wir miteinander die gleiche Ausbildung brauchen. Und so kamen die ersten Pfleger in die Schwesternschulen und die waren dann auch Hahn im Korb natürlich, so die Einzelnen. Es ist immer noch so, dass die Verhältniszahlen klar, Frauen, aber wir brauchen die Männer. Ich selbst habe es sehr positiv erlebt, als ich in den 80er Jahren wieder 2 Jahre in der Pflege war, dass gemischte Pflegegruppen auch eine ganz große Chance sind. Wir bringen auch unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Werte, und wenn die zusammenkommen und miteinander eben auch etwas gestalten, ist das höchst positiv. Also wir brauchen euch. Das ist schön, das ist schön. Ja, ich würde vorschlagen,